Und das, was wir bis heute darüber wissen, das dürfte die Schneeflocke auf der Spitze des Eisberges der politischen Verantwortungslosigkeit der Ministerpräsidentin sein. Da ganz kurz, Herr Pegel, wenn ich Ministerpräsident gewesen wäre, Sie wären kein Innenminister mehr. Das dürfen Sie mir glauben. Übernehmen Sie Verantwortung für das Land Mecklenburg-Vorpommern und danken Sie doch einfach mal ab und machen Sie den Weg frei für eine neue Politik.